Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed 2. Der Grund, weshalb keine Folgen kamen die letzten Tage, ich hatte leider wenig Zeit zum Aufnehmen und ja, bin von einem Termin zum nächsten gehetzt und ihr kennt das ja bestimmt auch, wenn ihr selbst Let's Plays macht oder wenn ihr gerne zockt. Nein, meine ich ja. Ungefähr dasselbe. Man sollte, wenn man Let's Plays macht, sollte man auch gerne zocken. Das wäre, denke ich, das A und O. Ja, was ich damit sagen wollte, ich glaube, das Mikro ist zu laut eingestellt, sehe ich gerade. Naja, ich werde es nach der Aufnahme hören. Wenn mir das Trommelfell aus den Ohren fliegt, ja, dann weiß ich, dass das Mikro zu laut eingestellt war. Ja, jedenfalls, hatte ich nicht so viel Zeit zum Aufnehmen. Besser gesagt, gar keine. Und ich wollte jetzt ungern hetzen, weil dann leidet nämlich auch die Qualität von den Videos drunter. Als würden sie nicht schon sowieso drunter leiden, wenn ich ein Video mache. Ach ja, man merkt, ich hab mich gern. Wie ihr seht, stehen wir vor einem Assassinengrab. Und irgendeiner Stress hier. Oben, der haben wir irgendwas, mit dem wir ihn zum Schweigen bringen können. Ich suche den Kreis. Hier habe ich den Kreis. Ezio? Ezio! Hallo! Sag mal, was macht der denn? Hab ich ihn erwischt? Alter, wo werf ich denn hin? Ezio! Ach komm, egal. Rein da. Nein! Anonym werden! Wow! Ich habe einen Pfeil in den Arm bekommen, aber besser als in den Arsch. Kann man hier irgendwo rüber? Ich möchte dem Herrn mal gerade dafür danken, dass er mich durchlöchert hat. Ja, danken, ne? So nennt man das heute. Weg mit deinem scheiß Bogen, sag's dir. Ezio, weg mit dem Messer. They say me rolling. Nee. Ich höre auf. Ich höre besser auf. Nicht, wenn das Video noch gesperrt wird und wir ziemlich viele Ärger kriegen. Yeah. Und wieder sind wir unten. Und wir haben ganze 2 Minuten und irgendwas Sekunden. Ich kann es nicht genau abschätzen. Doch, fast 3 Minuten. Haben wir verplempert. Ezio? Mein Guter, mach keinen Scheiß. Ich warne dich. Ich könnte dich auch einfach in die Tiefe hinabstürzen lassen, wenn ich wollte. Das ist der Eingang. Rein da. Ich mag die Animation. Ja, ein sehr... Schönes Assassinengrab, die Details, die sind schön, sehr, sehr schön. Ich bin begeistert. Ein Flur. Wo sind die Zombies? Das Geheimnis der Visitatione. Die Rätsel der Katakomben von Visitatione lösen. Wahrscheinlich habe ich gerade ein paar Buchstaben verdreht. Und das Assassinensiegel finden, was das darin versteckt ist. Rätsel. Yay. Ah. Warum liegt hier unten Stroh rum? Da bewegt sich etwas in diesem Heuhaufen. Setz dich wieder hin. Wir sind mitten in einem Ah, Spiel. nein, nein. Diesmal war da was. Ich weiß es. Das sagst du doch jedes Mal. Du hast recht. Da war was in dem Heuhaufen, du Waschlappen. Sind langweilig. Das ist kein Spaß. Ich hätte sterben können. Ja, dafür stirbst du jetzt. Naja, ausrauben wollte ich den ja nicht. Oh, ein Wurfmesser. Das ist gut. Ach, Ezio. Ja, genau. Genau, der Typ wiegt mindestens das Doppelte von dir. Schmeiß den einfach über die Schulter und gut ist. Wir haben Karten gespielt. Das nenne ich Arbeit.
Man sieht, ich bin gerade noch im Thief-Modus. Ich weiß, ich komme sehr oft auf das Spiel zu sprechen, aber ich finde, die ähneln sich einfach, die Spiele. Lasst mich doch! Verdammt, jetzt wollte ich mich anschleichen. Ah, ich hasse diese Verfolgungsjagden. Schneller! Schneller! Wer's kennt? Oh. Schneller! Ich bin schneller! Das kann man so oder so deuten. Lasst mich doch! Uah. Uah. Lasst mich doch! Nein! Ich möchte doch nur mit dir spielen! Ich muss einen Ausweg finden, bevor er mich tötet. Komm, irgendwann muss ich den doch mal kriegen. Nein! Oh. Ich glaube, der bleibt irgendwann stehen. Nicht kriegen. Schneller! Mich hängst du nicht ab. Oh. Ah. Okay. Ja. Ich glaube, ich bin entkommen. Nein. Lasst mich doch! Schneller! Weil wir cool sind, weil wir Assassinen sind. Weil wir ein Assassine sind. Zu den Waffen! Zu den Waffen! Wir werden angegriffen! Wachen! Oh. Jawohl! Kommen die anderen? Tür öffnen. Ich habe gedacht, hier sind Wachen. Naja, keine Sorge, das kriegen wir hin. Wir sind ja Ezio. Der schafft alles. Und schwimmen kann er auch. Und ich weiß nicht, was wir sonst machen sollen. Gut, mehr geht dann nicht. Kann man auch nicht machen. Ah, ja. Ja. Ezio hängt... Nein. Ich dachte eigentlich, der hängt sich da dran. Aber das ist ja Ezio. Wir kennen ihn ja. Sag mal, willst du mich verarschen, Junge? Geht das? Nein. Oh, doch. Ach, wie geil. Ah. Du brichst die Regeln. Wir brechen dich. Ach, geil. Du wirst nicht entkommen. So, du erstmal hier kaputt. Los, jetzt! Wow. Oh nein. Nein, meine Rüstung. Die bezahlst du mir. Ach. Mach doch mal hinne, jetzt greift an. Man merkt, ich bin sehr geübt im Kämpfen. Diese Fetten, die gehen mir so auf den Keks. Alter, bis sie tot sind. Ich muss mich von hinten an die anschleichen. Und ich glaube, ich bin gleich tot. Ich habe das Spiel schon seit ein paar Tagen nicht mal gespielt. Ich muss erstmal noch mal reinkommen. Kann es kaum erwarten, deine Wärme in der Sonne dampfen zu sehen. Da kann ich dir recht geben, Gedärme schmecken gut. Bitte nicht fragen. Einfach zuschauen und denken. Ah, ja. Yeah, einer ist doch nicht tot. Warum ist der nicht tot? Ich hab ihm doch die Kehle aufgeschlitzt. Jetzt ist aber einer tot und der andere auch. Warum ist der andere auch tot? War ich so gemein zu ihm?
Ah, danke, weil du gerade geschlagen hast, konnte mich der Fette da nicht... Alter! Ezio, schlag doch zu! Danke! Nun zu dir, habe ich gesagt. Komm, irgendwann müsste der doch auch mal tot sein. Einfach draufhauen, wie beim Super Smash Bros. Immer die ein und selbe Taste drücken. Und irgendwann geht man vom Sieger. Geht man als Sieger vom Platz. So wollte ich das sagen. Bester Vergleich ever. Super Smash Bros. Ist ja auch genau dasselbe wie Assassin's Creed. Bin mal gespannt, ob wir das in dieser Folge hinkriegen. Das Assassin Krab. Oh, Ezio. Rrr. Wie viel Medizin habe ich noch? Oh, viel. Cool. Ich weiß, dieser Kampf war jetzt nicht gerade Assassin's-like. Ist mir egal. So spiele ich. Das ist meine Spielweise. Naja, nicht immer. Ich kann auch gut spielen. Oh. Oh. Hm. Geil. Ach ja, ich weiß, wo ich bin. Das gefällt mir nicht. Ja, komm, die Zeit läuft. Ja, ihr seht, das ist eine Zeitaufgabe. Ich liebe Zeitaufgaben. Vor allem, wenn man im Wasser landet. Geil. Und nochmal von vorne. Kann man nochmal zurückdrehen? Ja, kann man. Neuer Versuch. Ezio? Hallo. Beim Hochlaufen einer Wand A drücken. Hallo? Nein! Ezio! Alter. Hm. Ich habe eigentlich dieses Assassinengrab gewählt, weil ich dachte, das andere wäre mein Hass-Assassinengrab. Hm. Ist ja super gut gelaufen. Ich bin begeistert. So, wie war das jetzt nochmal? Beim Hochlaufen einer Wand? Bla 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 bla. Bin ich irgendwie doof? Und ich will hier keine Antwort hören. Ich glaube, das habe ich beim ersten Mal durchspielen auch nicht hinbekommen. Sieht schwieriger aus, als es ist. Nein, es ist schwieriger, als es aussieht. So meinte ich das. Och, Ezio. Dabei ist es wahrscheinlich sehr, sehr einfach. Und noch einmal. Ihr sitzt gerade hier vom Bildschirm und denkt euch, was ein Spassi. Warum kriegt die das nicht hin? Frage ich mich auch gerade. Hab euch auch lieb. Alter, das kann doch nicht sein. Warum geht das nicht? Erweiterter Wandsprung. Beim Hochlaufen einer Wand A drücken. Mach ich. Ah! Ja, ich weiß, was ich machen muss. Es war nur scheiße umgesetzt. Ach ja, okay. Wären wir einen Schritt weiter. Gut, Ezio. Würdest du mir die Ehre erweisen? Danke, mein Guter. So, jetzt aber.
Ich sehe ja schon die Hater vor mir. Warum kriegt ihr das nicht hin? Yay! Und zu diesen Hatern kann ich nur sagen: Ezio, was machst du? Der muss doch da weiter. Oder auch nicht. Ich bin gerade verwirrt. Warum? Aber gibt es ja noch andere Wege. Glaub ich. Da hinten zum Beispiel. Können wir da hoch? Nein, irgendwie nicht. Ah, da können wir hoch. Oder? Nein. Das ist sehr lästig. Wenn man groß, so groß rumtönt, oh, ja, gehen wir zum Assassinengrab. Das kann ja nicht so schwer sein. Und dann, was dabei rauskommt, sieht man hier. Herzlichen Glückwunsch. Nee, da muss man wirklich ein bisschen nachdenken. Vor allem muss man genau aufpassen, wo die Kamera hinschwenkt. Sonst hat man schon mal ein kleines Problem. Da oben ist noch so ein Ding. Aber hier können wir hochklettern. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob wir einen kompletten Weg haben. Oder... Nein, ich glaube, wir haben keinen kompletten Weg. Es gibt so einzelne Wege. Weil sonst hätten wir ja eben den Weg fortsetzen können. Ging ja nicht. So, das erinnert mich gerade an Super Mario. Geheimer Bereich. Leck mich, Spiel, leck mich. Ich will doch keinen geheimen Bereich, Mann. Das interessiert mich doch nicht. Also nochmal. Sag mal, man muss doch da hinten irgendwie weiterkommen. Nee, in dieser Folge schaffen wir das auf jeden Fall nicht. Vielleicht in der nächsten. Wenn man erstmal weiß, was man machen muss, ist es ganz einfach. Ja, ich sag's doch. Es ist einfach. Ne, Ezio? Alter Haudegen. So, das ist der zweite. Fehlen noch zwei. Ezio, würdest du jetzt mal bitte... Was macht denn der? Ah. Ja gut. Jetzt wissen wir, was wir machen müssen. Vielleicht fällen wir dann etwas weniger ab. Ja. Lustige Sache hier. Oh. Oh, oh, oh. Oh! Wir müssen ja gar nicht von vorne anfangen. Ja, nur scheiße, dass die Zeit gleich wieder abgelaufen ist. Uah. Dazu sage ich nur eins. Geräusch habe ich noch nie so gut hinbekommen. Ah, da oben ist der nächste. Trotzdem müssen wir zurück. Geilo. Obwohl, vielleicht geht das auch so. Oder es bringt einfach gar nichts. Glaube ich nämlich eher. Doch, das bringt was. Hä? Moment, irgendwie... Probier mal gerade was. Ezio?
Ezio. Warum nicht gleich so, Junge? Ja, seht ihr, wenn man es gerallert hat, ist es einfach. Ich habe das Gefühl, hier kommen wir nicht weiter. Oder? Hä? Doch, da hinten. Ja, und dann hier hoch. Das könnte eine etwas längere Folge werden. Och nee, Ezio. Komm. Obwohl, wir können auch jetzt beenden und in der nächsten Folge weitermachen. Wisst ihr was? So machen wir das. Wir haben ja jetzt das meiste. Ich hoffe, es hat was gebracht. Auch wenn das jetzt außerhalb von der Zeit da war. Naja, wir werden sehen. Bis denn dann. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ciao.